So, eine Shovel hätte ich gerne. Shovel! Prototype. So. Gut, Shovel, Eggs und Pickaxe haben wir alles da. Weil dann wird jetzt ausgeschabbelt und zwar hier unten. Und zwar hier oben. Weil ich brauche natürlich, ich brauche hier Saplings. Ich brauche das Cut Grass und ich brauche Berry Bushes. Und ich glaube, ich gehe doch mal nach unten. Hauptsächlich. Und werde anfangen, den Mist hier auszugraben. Und wenn wir dann nicht genügend ausgegraben haben beim Ausgraben, kriegen wir ja Gott sei Dank schon, schon auch Ressourcen dazu. So. Dann kann ich das anpflanzen zum einen. Zum Anpflanzen muss ich mir dann Bifalo-Dung holen oben. Damit können wir am Anfang mal nicht schüren. Deswegen muss ich auch heute noch ein paar Bäume fällen. Darf ich nicht vergessen, bevor es dunkel wird. Und ja, dann können wir uns Hasenfallen bauen aus den Materialien, die ich hier auch gerade schon ausgrabe quasi mit. Und alles in allem eine feine Sache. Was zu essen nehmen wir natürlich hier auch mit. Also es ist, bleibt spannend, wie sich das jetzt hier gestalten wird. Also, puh. Bin gerade im Überlegen, ob ich meinen grundsätzlichen Ansatz mal ein bisschen verändere beim Spielen. Weil ich bin ja doch sehr der, naja, der heimatansässige Typ, sage ich mal, ne? Also ich, da ist ein Green Mushroom. Oh, I'm not feeling so good. Armer, kleiner Wolfgang hat Hunger. Weil mit Wolfgang kann ich mir vorstellen, dass es Sinn macht. Ist das eine, das hast doch eine Kröte, oder? Irre ich mich jetzt? Ne, ist ein Vogel gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Wolfgang Sinn macht, wirklich mal einen ordentlich großen Vorrat anzulegen von allem. Größer als üblich eben. Und dann gröbere Ausflüge zu unternehmen quasi, ja. Also sprich, so richtig, mit richtig viel Essen im Gepäck mal, mit viel hochwertigem Essen im Gepäck mal weiter zu laufen. Auf der anderen Seite, warum sollten wir weiterlaufen, wenn wir Sachen wie Maxwell Store schon total in der Nähe haben? Diese anderen Viecher, wo ich nicht weiß, wie es sich nennt, aber wo wir sogar Gears herbekommen können, ja. Das ist überhaupt so eine Sache. Also wir können uns eine Dings bauen, einen Fridge, also einen, steht die Karte jetzt wieder richtig, ja. Einen Kühlschrank, eine Icebox. Icebox heißt hier. Und es ist klar, dass hier jetzt wahrscheinlich das größte Steinbiom von allem kommt. Direkt in der Richtung, in der wir nicht geguckt haben. Das ist, ist nur üblich, sage ich mal. Also hier sieht es auf jeden Fall interessant und anschauenswert an. Allerdings werde ich mir damit noch ein bisschen Zeit lassen. Die nehme ich mit, dann kann ich mir den Baumfällen für heute einmal sparen nochmal. Ich habe eine Shovel zu viel. Ich lege den Mist jetzt einfach mal ab, brauche ich gerade nicht. Hier wird mich jetzt glaube ich nichts angreifen. Ja, und hier haben wir also tatsächlich ein Steinbiom direkt um die Ecke. Ja, das ist immer so. Und das ist jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht das Größte, aber sieht ein bisschen aus wie ein Anlegesteg hier. So. Naja gut, kann ich noch ein bisschen was aufnehmen. Ich kann mehr Saplings könnte ich noch aufnehmen. Carrots und Berries kann ich noch aufnehmen. Dann werde ich auch alles tun. Jetzt grase ich hier mal die Seite noch ab. Dann muss ich mich um Essen kümmern und das reicht auch, das Material, was ich habe, reicht auch für ein bisschen ein, jetzt habe ich ihn angepflanzt tatsächlich, Depp, für ein klein bisschen Hasenfallen aufstellen. Und Hasenfallen heißt Essen, Essen heißt, wir sind auf maximalem Gesundheitslevel. Das ist mit ihm hier sehr gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit oben gekämmt, weil die kommen jetzt doch hier auch schon auch raus aus dem Gebiet, hätte ich nicht gedacht. Naja, es wird schon gehen. Ich sammle gleich mal Dung ein. Ach, kann ich nicht.
Dann mache ich hier erst einmal kurz die Runde. Und zwar lege ich hier erstmal Sachen weg. So. Jetzt lege ich hier erstmal alles weg. Umverteilen kann ich es dann später noch. The scary time is coming soon. Wir werden trotzdem jetzt kurz noch ein bisschen Dung einsammeln gehen eben. Dann kann ich nämlich demnächst gleich ein paar Sachen anpflanzen. Also fertilisieren, düngen. Die Grass Tufts müssen ja gedüngt werden, die Saplings Gott sei Dank nicht. Das wäre sonst echt enorm viel zu düngen. Ja. Also wir haben hier ein Wormhole, den Touchstone habe ich aktiviert. Das passt soweit alles. Hier drüben waren doch noch Beefalos zu meiner Linken. Was ist denn das? Das ist Grass. Das Ring-Thing, ich lasse es einfach erstmal liegen, ne? Können wir uns später drum kümmern, das mitzunehmen. Wenn ich mal nicht alle Inventarplätze voll habe einfach. So. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Die Grass-Tufts nehme ich mit. So. Hier oben kriege ich Reeds dann her. Hier kann ich definitiv auch trotzdem angeln. Gefahrloser könnte ich dann hier unten angeln. Das kann ich mir ja von Situation zu Situation überlegen. Das ist näher, das andere ist ungefährlicher. Da haben wir noch einen Dung. Ah, schön, die Beefalos rennen ein bisschen hoch. Hier oben kann man also auch ein bisschen Stunk anzetteln mit den Merms. Und ja. Dann gehen wir mal runter Richtung Lagerstätte. Und werde über Nacht auf jeden Fall mal 2-3 Fallen bauen und aufstellen. Die Berries werde ich dann mir einfach mal so zuführen, auf dass ich nicht verhungere. So, jetzt legen wir hier erstmal ein bisschen was aufs Feuer. Das mache ich auch als allererstes. Ich koche die. Weil, na, nicht, dass ich das aus den Augen verliere und es dann blöd läuft. Okay, also die Beefalos sind mir zu nah eigentlich jetzt schon. Ich habe gedacht, die sind eher da oben, also da gibt es dann definitiv Bedarf, was zu tun, wenn die in die Brunftzeit kommen. Naja, müssen wir mal schauen. So, auf jeden Fall. Den Dung lege ich ab, die Grass Tufts lege ich ab. Brauche ich alles gerade nicht. Das Werkzeug wird sich alles, denke ich mal, verwenden die nächsten Tage. So, was ich jetzt mache, ist, bauen wir mal 3 Fallen, kann ich machen. So. Gut, 3 Fallen. Und ja, ich nehme mal die Saplings in die Hand, die ich schon hier habe. Und ich werde hier oben mal, dazu muss ich erstmal was nachlegen, aufs Feuer. Und ein bisschen mehr. Das heißt, ich muss heute Nacht jetzt definitiv, nein, ach, ich bin so dumm. Ich muss heute Nacht jetzt definitiv mal Holz fällen. Nicht heute Nacht, aber dann den Tag meine ich natürlich. Nur dann habe ich hier schon mal Saplings stehen. So. Und das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Ich nehme die Axt direkt mal in die Hand. Die Axt ist eh so das Ungefährlichere. So, und dann gehen wir hier mal plant. So, plant. Ich mag das nicht, dass mir die Beefalos jetzt schon ins Lager laufen. Warum breiten die sich in die Richtung aus? Das finde ich nicht gut. So, hier stellen wir eine Trap auf. Und das nehme ich mit. Und ja, ich weiß, ihr habt das jetzt nicht angedüngt unten. Das kann noch gar nicht wachsen. Ist aber jetzt auch nicht das Problem irgendwie. Ich schaue mich jetzt hier oben mal nochmal um. Nach Sachen, die ich ausgraben kann. Und nach ein bisschen Holz. Und nach ein bisschen Dung, so wie es aussieht. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich den Baum fällen. Aber, mein Gott. Ein bisschen Zeit verschenkt. Ist jetzt so schlimm auch nicht. So, 1. Damit. 2. Nehmen wir mit. Oh, I'm not feeling so good, armer kleiner Wolfgang. So, jetzt fällen wir mal einen Baum. Einfach, dass ich das nicht vergesse, weil wenn ich Holzfällen vergesse, dann habe ich ein Problem.
Nämlich, dass ich kein Holz habe. Und naja. Angst davor, dass wir zum Werbiber werden, müssen wir aktuell ja auch nicht mehr haben. Das ist ja... Also es ist schon echt cool gewesen mit Woody und dem Werbiber, wie gesagt, aber... Irgendwie konnte man so schnell damit Holz machen und musste aber einfach trotzdem noch mehr als mit allem anderen aufpassen, dass man nicht zu viel Holz macht. Und das ist irgendwie eine komische Kombination gewesen. Also ich fand es echt schwierig. Naja. So, kann man das hier aus. Und da kommen wir dann schon in Richtung der Murms. Und da hat es jede Menge Monster Meat und Fisch. Und das Monster Meat nehme ich definitiv mit. So. Naja. Der Murm rennt mir hinterher. Das ist mir jetzt gerade bewusst. Das klingt nach Biene, wollte gerade sagen. Das klingt ein bisschen komisch. So, den nehme ich noch mit. Kann ich nicht, aber ich könnte ja noch eine Falle abstellen irgendwo. Hier muss doch irgendwo noch ein... Hier muss doch irgendwo noch ein... Ne? So ein Hasenloch sein, bestimmt. Ach, kommt jetzt schon. Also, ich habe hier oben echt gar keine Hasen. Ich muss für Hasen immer gen Süden mich bewegen, so wie es ausschaut. Ja gut, dann werde ich das jetzt auch direkt machen. Gehen wir einfach mal hier eins runter. Ich schmeiß alles, was ich im Inventar habe und gerade nicht brauche, raus. Wozu jetzt tatsächlich auch das Essen gehört. Weil darum kümmere ich mich später. Einfach nur, damit hier ein bisschen mehr Platz im Inventar ist. So. Da kann ich noch eine Trap machen. Und da kann ich noch eine Trap machen. Und das ist natürlich, also das ist dann eher schon traumhaft. Okay. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter hier runter, um die Grass Tufts hier oben, die lasse ich stehen. Das ist so meine Notreserve. So, das nehme ich mit. Ich habe halt mit Wolfgang auch ein bisschen größere Sanity-Probleme, ne? Weil er Angst hat vor der Dunkelheit und man muss halt echt aufpassen, dass er sich nicht zu weit raustraut mit ihm. Das kann stressig werden, glaube ich. So, aber hier hat es definitiv genügend Hasen. Wenn ich das hier unten aufstelle, meine Fallen, das passt dann schon. Das passt dann alles in allem schon. So, ich denke, ich kann ja auch gleich nochmal zwei Fallen bauen und aufstellen. Jetzt wollte er das schon wieder ausgraben. Eine kann ich zumindest schon mal machen. So, die stelle ich dahin. Zack. Und drei Töfts grabe ich noch aus. Dann kann ich noch eine machen. Und dann, ja, dann sieht es doch echt schon wieder so aus, als würden wir in die richtige Richtung uns entwickeln. So, Trap. Und die Trap. Die Trap stelle ich einfach mal dahin. Ich denke mal, morgen gibt's Fleisch. Vermute ich mal. Sollte ausreichen. So, und heute gibt's aber mal nur Froglegs und Fisch. Weil bevor das Zeug... Fisch hält sich halt echt nicht lange. Und... Naja. So. 70 muss jetzt erstmal langen. So, ich nehme den Dung hier. Und ich baue hier meine Farm etwas weiter aus. Plant. Na, nicht ganz funktioniert. Kombiniere erstmal so. Plant. Plant. Ach komm, die Reihe mache ich einfach. Ziehe ich noch ein Stück runter. Oh, ja, ihm knurrt der Magen, aber er muss da jetzt echt einfach nochmal einen Tag durchhalten. Was ja auch kein Problem sein dürfte für ihn eigentlich. So, jetzt hier nehme ich mal Loks in die Hand, mach schon mal das Feuer wieder an. So, nimm den Dung. Und fange auch direkt mal das Fertilizen an. Fertilize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und
Das war's. Ich habe gedacht, ich hätte noch einen gehabt.